Und hier ist Joy. Der ist neu, der ist erst seit vorgestern bei uns. Der kommt von einer Drogensüchtigen, die auf der Straße lebt. Die hat ihn zu uns gebracht und gemeint, sie würde keine Wohnung finden, weil er mit dem Hund, ne? Ich meine, nach 10 Jahren auf der Straße hat sie immer noch nicht kapiert, dass das Problem nicht der Hund ist, sondern ihr Drogenmissbrauch. Der ist jetzt natürlich total durch den Wind. Wir haben ihn noch nicht mit anderen Hunden getestet, aber mit Menschen ist er total lieb. Joy! Joy! Nach 10 Jahren, es ist ein Drama. Joy! Wer kann noch so einen alten Hund aufnehmen nach 10 Jahren? Na, er ist ganz traurig hier, ist sehr lieb. Ja, hast wahrscheinlich immer auch nur auf der Straße rumgelegen und wer weiß, ob er auch Drogen bekommen hat.